einfach im Creative Mode hier rumfliegen. Nee. Ich habe zu wenig gelbe Wolle. Scheiße. Wir können ja mal gucken, was der Ballaster so macht. Ja, ich habe jetzt das erste Ding fertig, weil ich erstmal noch Wolle farmen musste. Und die reicht natürlich immer noch nicht. Ach, ich ärgere mich jetzt gerade ein bisschen. Ja, komm her, das ist eine gelbe Blume. Zack, gelbe Blume, so. Aus der gelben Blume machen wir gelben Farbstoff. Hey, voll gute Idee, oder? So, gucken wir mal. Nein, ich guck. Aha, da ist doch was gewachsen. Ja, aber bisher nur eine. Sehr bunt. Der ist gerade noch so ein bisschen im Bau, ne? Und ich hatte noch eine zusätzliche Idee, was ich noch bauen werde, aber das werde ich im Heimlichen bauen. Das darf der Juwi nicht sehen vorher. Huch. Warum nicht? Weil ich finde, ist eine total coole Idee. Und wann willst du das machen? Obwohl ich sag dir, das mache ich hier, wenn du wieder auf meinen bist oder so. Obwohl ich sag's dir einfach. Wenn du neugierig fragst, einen Schießstand oder sowas vielleicht noch. Ah, okay. Oder dann so wirklich mit dem Bogen schießen, so ein bisschen so auf die Entfernung Ziele abschießen und so. Da müssen wir uns hier eine Ecke irgendwo suchen, wo wir da so einen größeren Stand hinmachen können, so ein bisschen mit Entfernung und so, ne? Ja, klingt doch gut. Ist mir jetzt so spontan eingefallen, als ich hier so die Wolle gesehen habe, ne? Da habe ich so ein bisschen an Jahrmarktbuden und sowas gedacht. Und da hast du ja auch immer so diese Ballwerfdinger und ähnliches, ne? Ja, richtig. So. Tja, das ist besonders schade um meine Spitzhacke übrigens. Weil ich da 30 Level in meine Diamantenspitzhacke gepumpt habe. Oh. Oh, das tut weh. Aber ich hab einfach nicht aufgepasst. Tja, aber so schnell kann's gehen. Das kommt davon, wenn man rumlabert. Ja, hör mal auf damit. Ja. Und das mal wieder in einem Let's Play von uns, wo wir zusammen Minecraft-Let's Playen, fällt mal wieder, wir halten jetzt einfach die Fresse, aber das machen wir diesmal nicht. Ja, nee. Diesmal nicht, heute nicht, nein. Nein. Halt, stopp. Jetzt spreche ich. Nein, jetzt schweige ich. Achso. So, was mache ich denn jetzt? Irgendwas soll ich bauen, nachher genau eine Falltür. Trapdoor! So. Mist, jetzt ist meine Motivation gerade ein bisschen hin. Kennt ihr das, wenn man in Minecraft stirbt? Ich hab das dann mal, dass mir die Motivation dann irgendwie flöten geht. Das kenne ich, dass mein Minecraft stirbt. Okay, da kommt man nicht unten runter durch, das ist also doof. Das ist dann zu hoch, das ist auch doof. Egal. Was macht das Jovi denn jetzt? Weiß ich nicht. So, ich auch nicht. Rote Wolle. Da machen wir. Oh, das ist ein guter Plan. So baue ich den nächsten. Ich glaube, ich baue mal ein kleines bisschen an dem Haus hier weiter. So, dann machen wir daraus mal ein paar Blöckchen. Wo habe ich denn eine gute Ecke, wo der hin könnte? Ja, hier steht alles im Winkel. Juwi, du kannst mir mal eben einen Gefallen tun. Was denn? Weil du hast bestimmt ein relativ freies Inventar jetzt. Ja, also mehr als das. Dann komm mal zu mir hier am Marktplatz und mach mal den Ofen leer und die Truhe leer und nimm das Zeug vielleicht gleich mal mit weg irgendwo hin. Okay, mach ich gleich, Moment. Muss man eben wieder ein paar Werkzeuge machen. Welche Farbe passt zu Rot? Kommt auf an, was du machen willst. Okay, ich mach das so rum, ja, das ist gut. Okay, alles klar, ich hab einen Plan. Gut. Du hast mir zwar nicht dabei geholfen, aber egal. Hab ich gern gemacht. Ja, freut mich auch, dass du es gerne machst. Gern nicht geholfen. Wenigstens etwas. So, jetzt. Na, komm raus jetzt hier. Oh, ich hab mir die Beine gebrochen. Das sage ich auch jedes Mal, wenn ich irgendwo runterfalle. Das ist auch voll. Ja, man hat so die Standarddinger, ne, die man dann irgendwie. Es klingt aber auch ziemlich bösartig, seien wir mal ehrlich. So, wenn man irgendwo runterfällt, so knack. Ja, oh. Das stimmt. Oh, das tut weh, ne? Ich brauche mehr rote Wolle. Oh Mann, jung. Ja, dieser Wollverschleiß ist übel. So, jetzt gehe ich aber wirklich zur Farm. So, die Truhen und so sollte ich hier wegmachen, ne? Genau, die Truhe, den Ofen leer machen und weg.
Das wäre cool. So. Also ich bin immer noch, ich bin jetzt gerade im Kopf wieder dabei, wie wir hier eigentlich inzwischen schon Terraforming betrieben haben, wie wir diese Welt inzwischen schon bearbeitet haben im Grunde. Ja, das darfst du aber gar nicht eigentlich, also weil das ist echt enorm. Also sehr enorm, finde ich. Ja, da bin ich jetzt gerade irgendwie so im Kopf dabei, weißt du? Das ist, wenn man bedenkt, was hier vorher war, also nichts. Ja. Vor allem auch bei unseren Häusern eigentlich in die Ecke, was da an Wasser war und so weiter, da ist ja jetzt hier alles im Grunde auch schön Festland geworden. Ja. Ja, natürlich. Ballerst du bist ein Held. Gehst zu den Schafen, um sie zu füttern, um da noch ein paar rote Schafe zu machen. Nimmst aber kein Futter mit. Gut. Mhm. Like a boss, würde ich mal sagen. Aber es ist halt auch so ein bisschen die Sache, ich stehe ja total auf diese Welt, also. Da haben wir schon eine gute Arbeit geleistet, kann ich jedes Mal nur wieder sagen. So. Auf alle Fälle, also da ist schon einiges passiert hier. Und es ist noch lange nicht Schluss. Doch, jetzt. Tschüss. Tschüss, Ende. Ja, man muss jetzt langsam nur mal gucken, was man noch alles so machen kann. Ja, wir haben noch genug Projekte am Laufen eigentlich. Ja, aber eigentlich auch nicht mehr so viel, finde ich. Ja gut, wir wollen die Dinger ja ausbauen noch mit, also. Und ich meine, es kommt ja immer noch ein bisschen was dazu, wo Schießstand jetzt wieder. Und ich meine, wir können ja dann auch mal anfangen wirklich mit Redstone-Zeug. Und wir haben noch die Kathedrale oder Kapelle, die wir bauen wollen. Ja, das stimmt, okay. Und das Herrenhaus wollten wir auch noch machen. Ein Herrenhaus wollten wir noch hinsetzen. Dann so ein bisschen da oben unser Luxusviertel bei der Bibliothek da in den Bergen drin. Stimmt. Siehst du, ich bin so vergesslich inzwischen. Also, da ist schon noch ein bisschen was, was auf uns zukommt. Ja, hast du recht. Dann lasse ich meinen Hausausbau vielleicht auch gerade mal. Und, kann ja eigentlich mal gucken, dass wir das Herrenhaus schon mal anplanen, oder? Also ich würde es halt relativ ähnlich gestalten wie letztes Mal. So mit dieser Form, weißt du? Ja, ich weiß schon, wie wir es halt schon hatten, ja. Ist klar. Was hatten wir denn dafür für Steine genommen? Steinziegel meine ich, oder? Ich glaube schon, ja. Los, ihr Schafe, geht zueinander. Weil man muss zu dem Haus mal sagen, so für euch da draußen, wir hatten das auf einem anderen Server mal gebaut und wir fanden das beide halt so extrem cool und deswegen sind wir jetzt ein bisschen traurig, dass wir da nicht mehr drauf zugreifen können. Beziehungsweise, dass dieser Server so nicht mehr existiert. Genau, und deswegen habe ich eigentlich mal gesagt, wir müssen das mal nachbauen. Unseren Billardtisch fand ich cool. Ja. Das heißt, das wird jetzt so ziemlich 1:1 genauso ausschauen wie damals mal. Bleib drin, du Fickschaf! Ja. Ihr dummen Schafe, hier! Was machst du da? Ich versuch die Schafe wieder hier im Gehege zu halten. Ihr seid zu dämlich, ey. Ernsthaft. Hey! Schaf! Nom 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 nom. Lecker. Sag mal, seid ihr bescheuert? Ihr Fickschafe, jetzt reicht's mir. Ich töte euch jetzt einfach. Ist mir jetzt zu dumm. So. Arschlöcher. Habt ihr das gesehen? Das mache ich mit allen Schafen, die versuchen hier zu fliehen. Klar. Bitches. Auch für euch. Gut. So, geht doch. Kommst du mal eben hinten zu Bibo? Die Bibel! Oder zur Bibliothek. Zur Bibliothek, aber ich habe meinen Ausweis nicht dabei. Mein Bibliotheksausweis. Ich kann mir also keine Bücher ausleihen. Nein. Weil ich würde jetzt gerne mal ganz kurz mit dir durchsprechen, wo wir das Herrenhaus hinbauen. Wollen wir es da in die Nähe vom Dorf bauen? Ich meine, sagen wir mal ehrlich. Ist doch viel zu viel da, ist doch viel zu viel Durchlauf und so. Ja, ich hab Batman gesehen. Wie viel zu viel Durchlauf? Ja, viel zu viele hier Anwohner und so, das ganze asoziale Pack da.
ganzen Landstreicher und so. Da wohnt keine Sau. du musst ja dir vorstellen, dass da welche wohnen würden. Ey, mach die Tür zu da unten. Du Arschloch. So? Genau. Nicht auf die Straße kotzen. Hey, hey. Asoziales Pack. Kaum haben die mal ein halbes Bier getrunken, weißt du, da ist schon... Ja, ist schon vorbei. Halt. So, wohin bauen wir das denn? Ja, ich würde es ja hier so ein bisschen auf die andere Seite bauen. Also hier so hin, auf die Seite vom Fluss. Ja, aber da wollten wir da die Kathedrale nicht auch hinbauen? Sollte die nicht inzwischen irgendwo hinterm Rathaus sein? Stimmt, da wollten wir die eigentlich hinbauen. Du hast recht. Also hier sollte ja so ein bisschen an das Nobelviertel hinkommen. Ja. Da drüben fängt ja die Ice Jagend an. So weit würde ich gar nicht gehen. Also ich würde hier vielleicht irgendwo hier unten auf dieser Fläche hier, ne? Ja, dachte ich eben auch so. Dass wir die Bäume also einmal abroden. Abgeschlossen hin Richtung See hier, Richtung See, Richtung Fluss. Und die Öffnung Richtung, also den Eingang praktisch Richtung Bibliothek hier. Ja. Ja, das klingt ganz gut. Wir versuchen es mal so. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie das Haus aussah. Ich überlege gerade, ob wir vielleicht auch ein bisschen nochmal ein anderes Bausystem dafür hernehmen sollen. Welches denn? Ich habe da gerade so ein bisschen ein Bild zum Kopf, aber da müsste ich dir einfach mal so ein paar Pläne zeichnen und schicken. Das kann ich mal über Paint machen. So ungefähr, ne? Boah, jetzt fängt es langsam an, dass wir hier Konzeptzeichnungen machen und ähnliches, ne? Naja. Was hast du denn da jetzt so angedacht? Also halt wie so ein kleines Schloss halt praktisch. Okay. Ich muss sagen, ich fand das andere aber schon ziemlich cool. Das andere war schon auch ziemlich cool, ja klar. Halt nochmal, also im Grunde eine Version, die nochmal eine Nummer davon vergrößert ist, sage ich jetzt. Okay. Wenn ich hier... Ja, dann machen wir noch eins. Ja, aber dann müsstest du das wahrscheinlich bauen. Ja, wie gesagt, da kann ich dir dann mal ein paar, sag mal, können wir uns ja ein paar Pläne machen. Wie ist der Baum denn hier gewachsen? Scheiße, ist der gewachsen. Ist ein Riesenbaum, so ein verdammter. So Bäume, die keiner leicht. Das ist er eben nicht. Aber der ist halt so in die Erde hineingewachsen irgendwie. Ich brauche mir dunkelblaue Wolle. So. Voll scheiße. So. Klatsch. Ja, aber jetzt übernehme ich den Bau des Dingens mal. Ja. Kannst erstmal die Gegend einpflastern ein bisschen. Ich weiß gar nicht, wie lange die.